Hallo, Servus bei Monaco Deluxe. Schön, dass du wieder draufgeklickt hast. Ich bin in Wien im M-Gallery Hotel. Und das Besondere ist, es hat erst vor ein paar Wochen aufgemacht nach einer kompletten Sanierung. Also niegelnagelneue Zimmer. Und in dem Zimmer, wo ich bin, bin ich der Erste. Coole Geschichte, erstmal Roomtour und wie immer am Ende mein Fazit zum Aufenthalt und zu dem Hotel. Ganz frisch und neu betrete ich dieses wunderschöne Zimmer mit dem Parkettboden, was sich richtig toll angefühlt hat. In dem Fall war es ein Twin-Bedroom, also zwei Einzelbetten, die zusammengeschoben, aber auch getrennt sein können. Und richtig schön geräumig finde ich es für ein schönes Zimmer. Auch mit Arbeitsplatz, was ich immer super wichtig finde. Und die Steckdosen sind direkt dran. Im Badezimmer, ach, da fällt mir wieder ein, die Produkte Duschgel und Shampoo waren der Hammer. Rain Shower natürlich, muss natürlich sein. Und natürlich ein richtig schöner großer Waschtisch. Was mir sehr gut gefallen hat, waren die kleinen liebevollen Details, wie hier die Spielerei mit Spiegel und Tapete, aber eben auch die schöne Farbkombi, aber auch die Stehlampe zum Beispiel. Sehr, sehr cool, auch praktisch. Steckdosen überall, wo man sie braucht und auch stylisch, wie ihr hier seht bei dem tollen Ringlicht um den Fernseher. Tolle Idee. Ganz grandios fand ich auch den Eingangsbereich mit dem Aufzug, den in Gold mit den roten Samt, wie in so einem Grand Theater. Sehr, sehr toll. Aber toll fand ich auch das Frühstücksbuffet. Hier möchte ich ganz besonders erwähnen den gigantisch freundlichen Service. Also wirklich tipptopp, sehr aufmerksam, ins Detail. Und man darf nicht vergessen, es war Corona-Zeit und die haben das richtig gut gelöst, indem dass sie sozusagen am Buffet verschiedene Töpfchen hatten mit gebrauchten und neuen Besteck. Das heißt, jeder hat sein eigenes Besteck teilgenommen und dementsprechend war es dann hygienisch auch sicher. Auch toll, ganz süß, die Mini-Müslis. Ja, mein Aufenthalt im M-Gallery ist zu Ende. Ihr seht, ich bin bereits in einem anderen Hotel, in dem Grand Ferdinand. Wenn ihr das sehen wollt, klickt ja einfach mal oben ins i rein. Da habe ich es euch verlinkt. Aber jetzt erstmal zu meinem Feedback. Leute, das M-Gallery ist richtig toll. Gigantisch guter Service. Ja, es war neu. Dementsprechend war alles tipptopp. Sehr coole Einrichtung, sehr cooles Design. Und die Mitarbeiter waren halt ultra freundlich. Auch beim Frühstücksbuffet, auch im Service, am Empfang, also wirklich überall. Ich habe selten so einen tollen Aufenthalt gehabt, wo der Service so gut war. Deswegen einen Daumen hoch von mir. Schaut mal vorbei auf jeden Fall. Und ich war auch in dem Restaurant, im Sternenrestaurant Apron, innen drin. Einfach mal auch reingucken. Habe ich auch ein Video gemacht, seht ihr in meinem Channel. Also, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst mir einen Daumen hoch da. Noch viel, viel besser, hier draufklicken und abonnieren. Ihr wisst, Support ist kein Mord. Und dort oben, da habe ich ein Video, was euch gefallen könnte. Also einfach mal reinklicken. Wir sehen uns wieder bei der nächsten Folge von Monaco Deluxe.